Wenn das noch ein Bullenmarkt sein sollte für Aktien, dann ist es im Mindesten ein ziemlich nervöser Bullenmarkt. Erinnern wir uns letzten Donnerstag, dieser Abverkauf aus dem Nichts, scheinbar wahrscheinlich geopolitische Sorgen, Iran, Israel. Dann hat man sich wieder erholt und heute schien eigentlich alles darauf hinzudeuten, dass wir ähnlich wie gestern so einen Seitwärtstag sehen unter dünnem Volumen. Gestern war es ja so, bei Wall Street Eröffnung rauf, runter, runter, rauf und dann die letzten Stunden seitwärts, dünnstes Volumen des bisherigen Jahres. Ähnliches hätte man vor den morgigen US-Inflationsdaten eigentlich auch erwarten können. Keiner will sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber dann plötzlich, booms, dann sahen wir einen ziemlich herben Abverkauf intraday und das nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Öl, bei Gold, bei Renditen. Also irgendwie ist alles gefallen, könnte man sagen, was fallen kann. Und wir wollen uns mal angucken, was da der Fall gewesen sein könnte. Bei Aktien fällt die Erklärung vielleicht noch am einfachsten, denn die US-Amerikaner, die müssen am 15. April ihre Steuern bezahlen. Und da liegt es ja nahe, dass man dann zum Beispiel Aktien, die dick im Gewinn sind, wenn man in Meta, in nie wieder Nvidia investiert war, dass man da mal ein bisschen die Reißleine zieht. Und sagt, gut, dieses Geld muss ich jetzt dem Staat mal in den Rachen werfen. Also diese Tax Selling, was meistens ja in der Woche vor dem 15. April der Fall ist, das macht noch irgendwie Sinn. Warum aber ist Gold gefallen? Warum sind die Renditen gefallen? Warum ist Öl gefallen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir werden gleich sehen, dass auch die Zinssenkungserwartungen sogar gestiegen sind, was ja normalerweise ein Positivum für die Aktienmärkte ist. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal hier diese Bewegung, 60 Punkte in unter 2 Stunden beim US Leitindex S&P 500, der VIX, das Angstbarometer, Volatilitätsbarometer, zwischenzeitlich mal eben 10% nach oben gegangen und war zu diesem Zeitpunkt dann 30% gestiegen in den letzten 2 Wochen. Wir sehen also, da ist irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, Unruhe drin in der ganzen Geschichte. Nicht typisch für einen Bullenmarkt, Bullenmärkte, so wie 2017, als die Märkte die segensreiche Trumpsche Steuerreform erwarteten. Da ging es jeden Tag so ein bisschen nach oben, nicht viel. Da gab es praktisch solche nervösen Bewegungen wie heute und letzten Donnerstag überhaupt nicht. Das war gar nicht das Thema. War ziemlich langweilig. Als Kommentator ist das Schlimmste, was einem passieren kann, langweilige Märkte. Aber wir sehen, langweilig war das nicht. Hier mal der S&P 500 auf 15-Minuten-Basis. Da sind wir aus diesem Triangle erstmal nach oben ausgebrochen und schien alles bullisch zu sein. Und dann plötzlich diese Bewegung nach unten, also ein False Break auf der Oberseite und dann diese Bewegung nach unten. Und wie gesagt, das war unisono. Links oben sehen wir Aktien, die verschiedenen US-Indizes. Rechts sehen wir dann Öl, rechts oben auch plötzlich unter Druck. Links unten die Magnificent Seven Aktien unter Druck und rechts Krypto unter Druck, also Bitcoin und Co., Ethereum und wie sie alle heißen, aber nicht nur das, sondern wir sehen auch die Treasuries unter Druck, also die Renditen, die Treasury Yields genauer gesagt, also die Anleiherenditen unter Druck. Wir sehen Gold unter Druck, das mal eben ja, knapp $30 in doch relativ kurzer Zeit gefallen ist, während gleichzeitig, wie Sie hier links unten sehen, die Zinssenkungserwartungen sogar gestiegen sind. Also das ist schon ein ziemlicher Mix an Seltsamkeiten, der Fall war. Hat da jemand die morgigen Inflationsdaten geleakt? Fragt hier Sven Hendrik wahrscheinlich nicht, sondern es könnte daran liegen, dass wir schlichtweg Märkte haben, die natürlich ziemlich exzessiv unterwegs sind. Und in den nächsten Wochen könnten wir einen Entzug von $300 Milliarden an Liquidität sehen, die mal eben rausfließen. Und das in einer Situation, in der vor allem so diese Momentum-Geschichten, diese Momentum-Aktien massiv gestiegen sind, Gold massiv gestiegen ist, also so ziemlich alles massiv gestiegen ist, könnte man sagen. Und das, was jetzt passiert, dieses Tax-Selling, was zumindest Aktien betrifft, aber möglicherweise auch andere Anleiheklassen betreffen kann, wenn ich zum Beispiel auf einer Gold-Position sitze, die top im Gewinn ist, Bitcoin dick im Gewinn und ich sage mir, ich muss das vielleicht mal glattstellen, damit ich die Steuern auch wirklich bezahlen kann. Das ist durchaus möglich, dass da Gewinne mitgenommen wurden und unten sehen wir, wenn jetzt die Amerikaner
ihre Steuern bezahlen, dann wird das sogenannte TGA, also das ist das Konto des US-Finanzministeriums bei der Fed, aufgefüllt. Jetzt erinnern wir uns oder Sie sich vielleicht noch an die Bankenkrise. Damals war es so, dass das Konto von Finanzministerin Yellen bei der Fed immer dünner wurde, immer mehr abnahm und die Aktienmärkte nahmen zu. Warum? Weil eben eine Abnahme des TGAs, also des Kontos von Janet Yellen bei der Fed, bedeutet, dass Liquidität den Märkten zur Verfügung steht und eine Zunahme des Kontos Liquidität entzieht den Märkten. Genau das ist der Prozess, in dem wir uns jetzt wahrscheinlich befinden. Und insgesamt sehen wir ein sehr gutes Maß für Liquidität an den Märkten. Und Liquidität ist ja das, was für die Aktienmärkte wirklich absolut entscheidend ist, nämlich die Reserve Balances with the Federal Reserve Banks, also praktisch die Liquidität im Bankensystem, die geht schon seit einiger Zeit nach unten, während aber die Aktienmärkte weiter gestiegen sind. Wir sehen also diese Lücke nicht nur zwischen Anleiherenditen und Aktienkursen, Anleiherenditen waren gestiegen, Geld wurde teurer, Kapitalmarktzinsen nach oben, sondern wir sehen, dass Liquidität und Aktienkurse nicht mehr so richtig zusammenpassen und das in einer Situation, wo wir eine unfassbar heftige Bewertung haben, nämlich Private Sector Financial Assets, also die Finanzassets in Relation zum BIP, jetzt bei dem Sechsfachen. Wir waren auf dem absoluten Höhepunkt, als die Fed in der Corona-Panik die Zinsen auf Null gesenkt hatte, Liquidität ins System geführt hatte, da waren wir bei 6,3. Wir sind also weit etwa über den Niveaus aus der Dotcom-Bubble, also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und unten sehen wir mal von Lance Roberts ein Modell, Bewertungsmodell, jetzt mal vorausgesetzt, dass die Wirtschaft wächst und dementsprechend dann auch die Marktkapitalisierung von Aktien nach oben gehen kann, stetig nach oben gehen kann, weil eben die Unternehmen in einer wachsenden Wirtschaft mehr Gewinne vielleicht erzielen können, sehen wir, dass wir uns da sehr, sehr weit entfernt haben von diesem Durchschnitt. Also durchaus ist da etwas passiert und das erklärt vielleicht, dass jetzt das Eis ein bisschen dünner wird. In luftigen Höhen wird der Sauerstoff ein bisschen dünner und wenn dann jemand plötzlich aus irgendwelchen Gründen mal die Reißleine drückte, dann könnte es sein, dass dieses Tax-Loss-Selling dann auch vielleicht bei Institutionellen, die ja nicht diese Steuern bezahlen müssen am 15. April, bei institutionellen Investoren dann vielleicht auch Stops getriggert werden. Das zumindest ist eine Vermutung, genau weiß man es ja nie, aber es sind wahrscheinlich wieder mechanische Prozesse an den Märkten der Fall. Das gilt auch für Gold. Wir haben ja gesehen, neues Allzeithoch, auch heute wieder zwischenzeitlich. Für die Goldbugs vielleicht interessant, dass nach wie vor Precious Metals eher untergewichtet sind bei den großen Vermögensverwaltern, die die Bank of America befragt. Anders dagegen Japan und natürlich Tech und diese Geschichten, also Precious Metals, sind noch knapp vor Energie und Utilities, die untergewichtetsten Klassen bei den Dickfischen an den Märkten. Auch Energie natürlich eigentlich interessant, denn da sehen wir ja, dass auch alleine durch geopolitische Unsicherheit diese ganze Rohstoffgeschichte interessant werden könnte. Und hier sehen wir mal den Verlauf von Kupfer, Gold und Crude Oil. Crude Oil sogar noch besser als Gold und Kupfer. Und wenn wir das Ganze mal in einem Kontext mit dem Aktienmarkt sehen, jetzt gemessen am S&P 500, dann sehen wir, dass die Rohstoffe seit Jahresbeginn besser performt haben als der S&P 500. Rohstoffe also besser gelaufen sind als die Aktienindizes gemessen am S&P 500. Und was hat diese Indizes nach oben getrieben? Vor allem eben einige wenige Tech-Aktien wie Nvidia, auch Google. Und Google hat heute interessanterweise gesagt, naja, wir verstärken mal unsere Bemühungen, In-House-Chips zu entwickeln, also In-House, also im eigenen Unternehmen die Chip-Entwicklung voranzutreiben, weil das Ganze doch sehr teuer ist mit dieser künstlichen Intelligenzgeschichte. War es zu teuer? Wir haben doch gedacht, durch KI wird es Manna regnen vom Himmel und zwar ganz schnell und ganz heftig. Jetzt sagt man, wir wollen mehr von unseren, wir wollen mehr eigene Chips herstellen, womit wir dann alles machen können, von YouTube Advertising über Big Data Analysis.
Weil man versucht, to combat rising artificial intelligent costs. Also man hat sehr hohe Kosten. Das gilt ja einerseits für die Energie, aber auf der anderen Seite muss Google ja auch diese Chips zum Beispiel von Nvidia kaufen. Die wissen, dass sie momentan noch eine sehr gute Stellung haben, die Preise durchsetzen können, die sie haben wollen. Das scheint jetzt Google ein bisschen zu bunt geworden zu sein. Gleichzeitig die Meldung heute, Intel wird einen neuen Chip, einen neuen Prozessor hier auf den Markt bringen, den Gaudi 3, der angeblich besser performen soll als Nvidias H100. Chip, also sehen wir aus diesen Dingen zweierlei. Erstens, KI scheint langsam auch ein Kostenthema zu werden und nicht nur ein Euphoriethema. Hat er KI gesagt, dann muss diese Aktie mal eben 10, 20, 30, 40% steigen. Jetzt plötzlich heißt es, wir wollen Kosten eindämmen. Ja, wer hätte denn das ahnen können? Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, es kommt mehr und mehr Konkurrenz für Nvidia und zufälligerweise hatte dann Nvidia bei diesem Abverkauf besonders Druck auf der Pipeline, die Aktie zwischenzeitlich 4% im Minus von etwa $876 mal eben runter auf $830, dann die Erholung, mal sehen, wie es weitergeht. Das gilt auch für die Märkte heute, ob man dann so ein bisschen austrudelt vor den morgigen Inflationsdaten morgen oder ob man jetzt nochmal nervös wird, aber hier nochmal eben, was ich schon vor einigen Tagen gezeigt hatte, eben François Chollet, vielleicht der führende KI-Forscher überhaupt, der eben auch bei Google arbeitet und gesagt hat, diese Investitionen, die werden sich absehbar nicht rechnen in KI. Das ist ein Motiv, was möglicherweise jetzt den Finanzleuten bei Google auch aufgefallen ist. Mensch, wir geben wahnsinnig viel Geld aus für diese scheiß Chips, auf Deutsch gesagt, und der Ertrag ist doch eher mäßig, wenn dann etwa Microsoft sein Copilot für $20 pro Arbeitsplatz verkauft, ist das ja schön und gut, aber dann ist die Frage, wie lange wird das Ganze gehen? Sind die Leute für die bisherige Leistung, die eher schwach ist, bereit, wirklich das alles zu bezahlen? Also, wir haben also auch erste begründete Zweifel, wenn ich es mal vorsichtig formulieren will, an der KI-Blase und dieser Euphorie, die hier der Fall ist. Und jetzt kommen auch mehr und mehr begründete Zweifel an der US-Wirtschaft, an der Gesundheit derselben. So etwa von Mohamed El Erian, der gesagt hat, der größte Fehler 2021 war, dass die Leute nicht gehört haben, was die Firmen gesagt haben, als sie sagten, wir haben Inflationsdruck, wir haben richtig Druck in Sachen Inflation. Diesmal, wenn man Earnings Calls und Ähnliches anhörte, dann sind die Firmen besorgt über den weiteren Ausblick, den wirtschaftlichen Ausblick. Und da ist ja dieser wirtschaftliche Ausblick so divergent zwischen der Eurozone und USA. USA scheint ja wundersamerweise ganz alleine auf breiter Flur noch robust dazustehen. Aber schauen wir uns heute mal an den Small Business Optimism, also der Optimismus oder Pessimismus von kleineren Unternehmen, die um und bei die Hälfte der Amerikaner beschäftigen und etwa 40% des gesamten BIPs ausmachen. Und hier sehen wir, das ist auf den tiefsten Stand seit 11 Jahren gefallen. Und was vor allem bedeutsam ist, was die Befragten hier gesagt haben, dass Inflation wieder ihre größte Sorge geworden ist. Das war zwischenzeitlich ein bisschen anders. Und das deutet darauf hin, dass wir hier möglicherweise vor einer stagflationären Entwicklung stehen. Das heißt, die Wirtschaft sich abschwächt, vor allem weil Dienstleistung schwächer wird, dieser Boombereich. Und jetzt der Gütersektor wieder zulegen kann, aber der Gütersektor in den USA hat, wie auch hier in Europa, deutlich weniger Mitarbeiter, deutlich weniger Arbeitnehmer sind in diesem Sektor beschäftigt. Und hier sehen wir eben diese Eintrübung, die sich jetzt nochmal verstärkt und auch die Haushalte in den USA laut Umfrage der New York Fed sind immer besorgter, dass sie ihren Job verlieren könnten. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der die Arbeitnehmer das einschätzen, dass sie ihren Job verlieren, deutlich und schnell gestiegen ist, während gleichzeitig, wie wir hier sehen, ja auch in den USA das Einzige, was noch wächst, die Teilzeitjobs sind, während Vollzeitjobs seit Ende letzten Jahres verloren gehen. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, was morgen ansteht und natürlich der Market Mover werden könnte, dann sind das die Inflationszahlen. Wir sehen Headline CPI Median 0,29%, dann 3,4% zum Vorjahresmonat, rechts sehen Sie Core. Und diese Unterscheidung ist vielleicht morgen wichtig, denn eins dürfte klar sein, Kernrate ohne Nahrung und Energie
ist wahrscheinlich noch die angenehmere Kennzahl für die Wall Street, denn Energiepreise sind ja deutlich gestiegen, ob Ölpreis, ob Benzinpreise, und 90% der US-Wirtschaft hat in irgendeiner Form mit Öl zu tun. Wenn irgendwo irgendetwas verkauft wird, dann muss es dahin gebracht werden, dann muss der Käufer da irgendwie hinkommen. Also das ist natürlich schon ein Riesenfaktor, aber jetzt sagt Aisha Tariq richtigerweise, es könnte so sein, und dass natürlich die Märkte stark auf die CPI-Daten morgen reagieren, aber vielleicht für die Fed sich gar nicht so viel ändert. Denn die Fed hat immer wieder gesagt, wir achten auf Core, also auf die Inflationszahl ohne Nahrung und Energie, weil das eben sehr volatil ist. Aber wenn Energie eben dann doch die Inflation nach oben drückt, dann ist das natürlich auch für die Fed in zweiter Linie dann doch wieder ein Problem, denke ich. Hier rechts sehen wir nochmal, dass die Zinssenkungserwartungen jetzt, obwohl wir heute einen kleinen Anstieg gesehen haben, auf dem tiefsten Stand seit Oktober 23 sind. Und Oktober 23 haben die Märkte ja ihr Tief gemacht. Dann startete diese massive Rallye, unter anderem wegen KI-Euphorie und Zinssenkungserwartungen. Mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Und das gilt auch jetzt für die geopolitische Lage, meine Damen und Herren. Denn der Iran hat eine Notam herausgegeben. Das ist also eine Warnung an den Flugverkehr zwischen und gesagt, es könnte hier zu Rocket Launches within Area kommen. Zwischen dem 10.04., das ist morgen, und dem 12.04. Und das hat genauso damals, haben damals die Russen gemacht, kurz vor der Invasion in der Ukraine, eben an die Warnung an den Flugverkehr, dass vielleicht irgendeine Rakete plötzlich durch die Luft fliegen könnte. Das könnte, ist nicht sicher natürlich, in dieser Welt ist nicht sicher, aber es könnte darauf hindeuten, dass morgen dieser sogenannte Vergeltungsschlag, den der Iran ja angedroht hat an Israel, nachdem die Israelis ja diese iranische Botschaft in Damaskus bombardiert haben, wobei 3 hochrangige Revolutionsgarde-Generäle getötet wurden, dass diese Vergeltung morgen kommt mit Folgen dann, wenn dem so wäre, für den Ölpreis. Denn Israel hat klar gesagt, wenn ihr in irgendeiner Form unser Territorium angreift, dann werden wir sofort zurückschlagen und iranisches Territorium angreifen. Wenn wir jetzt bei der Geopolitik bleiben, die Russen haben festgestellt, dass diejenigen, die dieses Massaker da verübt haben in Moskau, dass die bezahlt wurden von der ukrainischen Energiefirma Burisma, jene Firma, bei der ja Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, mal bis 2018 am Start gewesen ist. Also hier ist man sich sicher seitens von Putin, die Ukrainer haben das Geld gegeben und die anderen haben es ausgeführt. Auch das dürfte die Spannungen zwischen den USA und Russland eher noch verschärfen. Und wenn wir nochmal zurückkehren zur Eurozone, haben wir heute Daten der EZB bekommen, dass die Kreditnachfrage von Firmen deutlich fällt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass vor allem die Banken in der Eurozone strengere Kreditvergabestandards anlegen. Das könnte darauf hindeuten, dass wir in der Eurozone eben ziemlich dicht vor einer Rezession stehen und die EZB dann eben die Zinsen senken muss, was der Fed aber deutlich schwieriger fallen dürfte. 2 Hinweise, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlasse. Die Goldpreis-Rallye ist eine rationale Blase, sagen hier Experten. Warum das so ist und was Sie damit meinen, erfahren Sie in diesem Artikel, den Sie natürlich gerne teilen können und dürfen über diese Social-Media-Buttons, die Sie oben sehen, einfach draufklicken und weiterleiten. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist nochmal das, was möglicherweise morgen passiert. Dafür gibt es natürlich überhaupt keine Garantie, aber es ist doch ein Hinweis darauf, dass es passieren kann. Hier nochmal diese Geschichte, was da sozusagen auf dem Spiel steht, wie die Lage hier einzuschätzen ist. Der zweite Artikel, morgen Militärschlag des Iran, und damit, den Sie auch gerne teilen können, damit entlasse ich Sie in den Feierabend und sage Servus, ciao.